Kennst du die Elektrokultur? Nein? Gut, darunter wird verstanden, dass man elektromagnetische Energien, die uns umgeben, versteht und diese auch für das eigene Pflanzenwachstum effektiv nutzt. Hierfür gibt es viele verschiedene Methoden, die man sich jetzt zum Beispiel im Internet anschauen kann. Beispielsweise man vielleicht Kupferdrähte, baut Pyramiden oder auch Orgoniten. Und Versuche aus der Vergangenheit in der Landwirtschaft haben auch gezeigt, dass das Pflanzenwachstum dadurch verbessert werden kann. Ein etwas jüngerer Versuch ist der von Siva Geigi, wo sie halt versucht, mit elektromagnetischen Energien und auch Feldern hier den Uhrzeitcode von Pflanzen und von Fischen wiederherzustellen und das auch mit Erfolg. Sehr interessant, gibt es auch einige Videos auf YouTube dazu. Ich persönlich nutze keine Elektrokultur. Ich habe hier einen ganz anderen Ansatz bei mir, wahrscheinlich wie jeder andere auch, die 90% hier Gärtnern. Ich möchte einen fruchtbaren Boden aufbauen. Hierfür nutze ich Pflanzenkohle, Pilze, Mulch, Bokashi und weitere Sachen, wo ich dir auch einige Videos unten verlinken werde. Habe da viele Videos dazu gemacht, wie man einen fruchtbaren Boden aufbaut. Allerdings kenne ich sehr viele Menschen, die Elektrokultur bei sich im Garten nutzen, wo es auch funktioniert. Und ich möchte jetzt nicht abstreiten, ob das funktioniert oder auch nicht. Da soll halt jeder selbst seine Erfahrungen und auch Experimente machen. Das, was ich hier ansprechen möchte, ist, dass halt sehr viele Leute als Gartenanfänger sich mit der Elektrokultur beschäftigen. Das finde ich sehr interessant, wenn sich Gartenanfänger mit der Elektrokultur beschäftigen, weil da sind so viele Leute schon auf mich zugekommen, die dann Probleme gehabt haben mit ihren Kulturen, zum Beispiel mit der Tomatenvoranzucht, weil zum Beispiel eine Dame, die hat sich dann für mehrere hundert Euro ein Gerät gekauft, wo man halt die Samen in ein elektromagnetisches Feld geben kann und dadurch den Uhrzeitcode wiederherstellen kann. Lustig dabei ist halt, dass sie dann, wo sie mir das erzählt hat, seit März versucht hat, ihre eigenen Tomaten groß zu ziehen und die immer wieder eingegangen sind nach Wochen und die schon seit mehreren Wochen immer wieder neu aussaaten macht, weil sie vielleicht zu früh pikiert hat, die Erde nicht optimal war, zu viel gegossen. Also es hat an den Grundlagen gefehlt. Eine andere, die hat einen Kupferdraht um ihren Kirschbaum gelegt, hat dann richtig viele Blüten produziert, aber die Blüten wurden von niemandem bestäubt. Das heißt, sie hat keinen Fruchtansatz bekommen. Also viele Blüten, keine Früchte. Und sie war dann recht verwundert, weil man ihr im Internet vergewissert hat, dass der Baum durch diese Elektrokulturmaßnahme viele Blüten bekommt, hat er ja auch bekommen, aber auch viele Früchte. Und hier ist halt auch der Fehler, weil das Grundverständnis einfach fehlt, was man sich eigentlich aneignen sollte. Hier jetzt bei dem Kirschbaum, ohne Insekten und Bestäuber kann ein Baum so viele Blüten haben, wie er möchte. Da wird keine einzige Frucht dran kommen, wenn da keine Biene dran war. Oder die Geschichte mit den Tomaten. Es nutzt mir nichts, wenn ich die Pflanze mit dem elektromagnetischen Feld wieder zum Uhrzeitcode zurückbringe, damit sie halt kräftiger wird, aber ich schon im Jungpflanzenstadium oder im Keimstadium die Pflanze nicht so groß und vital bekomme, dass sie meine anständige Pflanze wird. Und das ist für mich das Grundproblem. Gartenanfänger sollten erstmal die Grundlagen verstehen. Wie pflege ich denn die einzelnen Kulturen? Wann sehe ich denn aus? Wie sollte ich meinen Boden am besten bearbeiten? Wenn ich Schädlingsbefall habe, was mache ich denn am besten und wie gehe ich auch damit vor? Ich würde die Elektrokultur sowieso erst als Fortgeschrittener oder auch als Profi anwenden, damit halt diese ganzen Anfängersachen, die ja für einen Anfänger auch Stress und Ungewohnheit verursachen, dass das einfach bei mir im Flow ist und ich dann nicht nachdenken muss, was ich da einfach zu tun habe, sondern mich dann voll fokussieren auf die eigenen Studien der Elektrokultur. Weil das ist ja das Spannende. Viele sagen ja, Elektrokultur ist das Wunderding und es hilft uns bei vielen Problemen in der Landwirtschaft. Mag sein, aber es ist halt auch sehr wichtig, hier mal größere Langzeitstudien auch zu bewerkstelligen. Und solche Vergleichsversuche gehen halt am besten, wenn ich ein Fortgeschrittener oder auch ein Profi bin, weil dann kann ich zum Beispiel solche Anfängerfehlersachen komplett vermeiden und kann mich dann wirklich, wie gesagt, darauf fokussieren, funktioniert diese Methode von Elektrokultur oder auch nicht. Außerdem können dann auch die Anfänger unter euch sich einfach mal die Zeit nehmen, über mehrere Jahre hinweg die ganzen Bücher und auch Dateien zu lesen, die es zur Elektrokultur auch gibt, um halt einfach das Verständnis zu haben, wie die ganzen Sachen funktionieren. Denn Elektrokultur ist jetzt nicht das Wunderding, es ist ein Verstärker. Es kann positive Auswirkungen fürs Pflanzenwachstum haben, es kann aber auch negative Auswirkungen auf das Pflanzenwachstum haben oder auch gar keine Auswirkungen. Und da sollte man sich nicht einfach von irgendeinem Hype leiten lassen, den man jetzt hier im Internet sieht, wenn da einer schreibt, boah, ich habe jetzt hier riesen Ernten. Und wenn ich mir manchmal solche Bilder anschaue, dann weiß ich ganz genau durch meine Arbeit hier mit Photoshop und auch YouTube, dass da auch viel mit Kamerawinkel getrickst worden ist oder auch vielleicht mit Photoshop vergrößert worden ist. Also da sind so manche Bilder jetzt nicht ganz
sauber. Also, wenn du Gartenanfänger bist, beschäftige dich erstmal theoretisch mit der Elektrokultur, lese dir das an, was es so für Methoden gibt und wie das Ganze funktioniert, aber lern auch vorneweg die ganzen Grundlagen, die du auch im Gärtnern hast, damit du auch hier einfach diese Routine reinbekommst und nicht bei den einfachsten Aufgaben schon einen Stress ausartet, sondern dass es bei dir im Flow ist und du da gar nicht mehr drüber nachdenken musst, wann muss ich irgendwas aussehen, wie pflege ich die Tomate oder sowas, dass du einfach ohne Probleme, auch wenn du nebenbei irgendeinen Podcast hörst oder Musik, ganz einfach mit einfachen Handgriffen, zack, 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 die Tomate fertig gepflegt hast. Für die Grundlage in die Permakultur kannst du zum Beispiel auch hier weitere Videos auf meinem Kanal anschauen. Hier habe ich dir zwei spannende Videos verlinkt, auch vielleicht zur Gesundheit, wer weiß, wenn es dich auch interessiert. Du kannst auch gerne hier den Kanal auch kostenlos abonnieren, werden immer wieder weitere neue Videos kommen. In diesem Sinne kannst du mir gerne auch unten in die Kommentare schreiben, wenn du bereits schon Erfahrungen mit der Elektrokultur hast, welche es genau sind. Eventuell auch vielleicht, wenn du schon eigene Studien hast oder Vergleichswerte oder was du auch alles machst, hier so einen ausführlichen Bericht machen, lese ich mir sehr gerne durch und hilft uns einfach alle, das ein bisschen besser evaluieren zu können und hier nicht einfach aus irgendein Lux und Tollerei, hier, ich habe jetzt Elektrokultur genutzt und so aus dem Glauben heraus, ohne irgendwelche Belege zu sagen, es funktioniert immer, weil so funktioniert jetzt auch nicht unbedingt wissenschaftliches Arbeiten. Und ich meine wirklich wissenschaftliches Arbeiten.